Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate. Heute mit Saskia, einer Studentin aus Sachenburg, richtig? Genau. Prima, Saskia, magst du dich kurz einmal vorstellen? Ich bin Saskia und ich bin 18 Jahre alt und ich studiere Zentralbankwesen an der Hochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg und bin so gesehen dann jetzt Bundesbankinspektoranwärterin. Du bist jetzt gerade in deiner allerersten Praxisphase, das heißt, du bist das erste Mal wirklich in den Büroräumlichkeiten der Bundesbank. Genau, richtig? Also ich hatte jetzt erst 6 Monate Theoriephase und jetzt lerne ich mal die Berufswelt kennen. Wie bist du denn auf das Studium aufmerksam geworden? Und das war bei mir tatsächlich rein zufällig, weil eine Freundin meinte zu mir, dass Dualstudieren einen vielen Vorteile bietet, weil man halt einen universitären Abschluss erwirbt, aber gleichzeitig halt auch Berufserfahrung sammeln kann. Und das fand ich dann schon sehr gut, weil ich auch nach der Schule keine Lust hatte, nur zu studieren und wieder nur zu lernen. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und dann bin ich auf die Bundesbank aufmerksam geworden und habe mir dann das Studium Zentralbankwesen rausgesucht. Und wieso gerade Zentralbankwesen? Also bei Zentralbankwesen handelt es sich um ein wirtschafts- und rechtswissenschaftliches Studium und das finde ich sehr gut, weil ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich so eher in wirtschaftswissenschaftliche Richtung gehen möchte oder in die rechtswissenschaftliche Richtung. Daher, dass jetzt beides kombiniert ist, ist das halt perfekt für mich. Und was mich dann auch noch überzeugt hat, war, dass man halt bei Zentralbankwesen in der Bankenaufsicht, Geldpolitik und bei Finanzsystemen ausgebildet wird. Und das ist halt einzigartig. Wie erlebst du jetzt die Bundesbank, wenn du das erste Mal vor Ort bist und so deine ersten Praxiserfahrungen machst? Angefangen habe, haben die Leute uns schon gesagt, die Bundesbank, das ist wie ein Dorf, weil jeder kennt jeden und jeder ist super aufgeschlossen und also es ist halt wirklich super ein Team und wenn man mal eine Frage hat, dann sind alle so, ja, dann melde ich bei der und der und das finde ich halt sehr angenehm. In welchem Bereich bist du gerade? Ich bin im Bereich Personal im Employer Branding. Und kannst du da auch schon aktiv mitarbeiten? Ja, also das hatte ich auch gar nicht so erwartet, dass ich das meine erste Praxisphase schon so machen kann. Momentan ist, dass ich die Job Experience organisiere. Das ist eine Woche in den Sommerferien, ein Event, wo Schülerinnen und Schüler an die Bundesbank reinkommen und ihnen die Bundesbank vorgestellt wird. In dem Rahmen muss ich halt jetzt Referenten suchen, die Vorträge vorbereiten und Tagesausflüge oder andere Aktivitäten planen. Macht dir das Spaß, das Arbeiten? Auf jeden Fall. Also ich kannte das Arbeiten so noch nicht wirklich, aber man kommt auf jeden Fall rein und die Kollegen helfen einem da auch total. Also ja, finde ich bisher ganz gut. Und das Studium macht ja aber auch Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein bisschen untypisch, aber ich lerne eigentlich ganz gerne und dann ist das ganz gut. Wie ich schon gesagt habe, dass es sehr abwechslungsreich ist. Gibt es noch andere Unterschiede jetzt von einem dualen Studium bei der Bundesbank zu anderen Studiengängen? Ja, also man hat Theorie- und Praxisphasen immer abwechselnd, sodass man dann Berufserfahrung sammelt. Gleichzeitig verdient man schon während des Studiums Geld und ist somit unabhängig. Bei dem Studienzentralbankwesen ist man dann von Anfang an schon verbeamtet, was einem natürlich auch zahlreiche Vorteile bietet. Und was ich noch besonders finde bei dem Studium ist, dass die Bundesbank, die ist bundesweit vertreten, sodass man einen deutschlandweiten Einsatz hat und dadurch auch viel sehen und erleben kann. Wenn ich es richtig verstehe, heißt das dann, dass man während des Studiums schon wirklich auch viele verschiedene Fachbereiche in der Bundesbank kennenlernt. Und danach hat man dann die Möglichkeit, sich einen Fachbereich auszusuchen? Oder wie funktioniert das dann mit der Übernahme? Ja, also man hat eine Übernahmegarantie. Also auf jeden Fall werde ich übernommen und man kann sich einen Bereich aussuchen. Also ich kann jetzt im Employer Branding anfangen, dann mache ich eher kreative Aufgaben, was super ist. Aber ich kann genauso gut in der Statistik anfangen, wo ich eher mathematisch arbeite oder in der Bankenaufsicht. Also die Bundesbank hat ein sehr vielfältiges Jobangebot und mit dem Studium Zentralbankwesen kann man in jedem Feld eingesetzt werden. Wenn das jetzt Schüler oder Schülerinnen sehen und sich vielleicht auch bewerben möchten, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, mich zu bewerben, weil hier musste man sich aktiv bewerben, hat ein Assessment Center und Tests und alles. Aber ich habe es dann doch gemacht und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also man sollte sich da einfach überwinden und machen und alle Leute sind super lieb. Das ist ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einsicht und ganz viel Erfolg weiterhin bei deinem Studium. Und falls ihr euch auch mal bewerben möchtet auf ein Trainee, auf ein Studium oder direkt für das Zentralbankwesenstudium in Hachenburg, dann besucht gerne unsere Webseite bundesbank.de/karriere. Und dort findet ihr alle Informationen rund um die verschiedenen Studiengänge und Einstiegsmöglichkeiten. Saskia, vielen Dank. Danke.